gesenkt. Du, Mutter, hast uns den Erlöser geschenkt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der unser Leben erleuchtet, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, seid herzlich willkommen geheißen, liebe Ministrantinnen, Firmlinge, zu unserer Frühmesse, diesem herrlichen sonnigen Morgen. Wir feiern heute den Mariä-Sühne-Samstag, denken an das unbefleckte Herz Mariens und heute zugleich auch den Gedenktag der heiligen Teresa von Kalkutta. Mutter Teresa, wie sie genannt wird, die Heilige, die am schnellsten in der Kirchengeschichte selig gesprochen wurde, weil so klar war, dass sie im Heiligen Geist lebte und sich hingab für alle ihr Anvertrauten. Von ihr gilt auch dieses Wort, dass der Herr sie bat: Sei mein Licht in allen Dunkelheiten dieser Welt. Und darum wollen wir heute bitten, dass auch wir so eine Erleuchtung des Herzens erfahren im Licht der Liebe Jesu, dass wir Licht sein können für unsere Mitmenschen, ihren Hunger nach Liebe, ihren Durst nach Liebe stillen können. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser, er lasse uns Schuld und Sünde nach und er führe uns zum ewigen Leben. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Lasset uns beten. O Gott, du hast die heilige Mutter Teresa berufen, auf die Liebe deines am Kreuze dürstenden Sohnes mit besonders liebevoller Zuwendung zu den Ärmsten zu antworten. Wir bitten dich, verleih uns auf ihre Fürsprache, dass wir in den leidenden Brüdern und Schwestern Christus dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Genesis. Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am Zelteingang. Er blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte: Mein Herr, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, geh doch an deinen Knecht nicht vorbei. Man wird etwas Wasser holen, dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen. Ich will einen Bissen Brot holen und ihr könnt dann nach einer kleinen Stärkung weitergehen, denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie erwiderten: Du, wie du gesagt hast. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Halleluja, 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 Halleluja. Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Jesus kam zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher also hast du das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, im Gedenken an die heilige Mutter Teresa, die von Experten als die Kirchenlehrerin des dritten Jahrtausends bezeichnet wird, weil sie quasi so vorgelebt hat, dass der Glaube zur Tat werden muss, zur Hingabe an die bedürftigen, Notleidenden. Die Mutter Teresa, wo wir schon das erste Symbol genannt haben in der Einleitung, nämlich das Licht, sei mein Licht in den Dunkelheiten dieser Welt. Und davon gibt es viele, was Menschen an Dunklem zu durchleiden haben, körperlich, aber auch seelisch. Gibt es ein zweites Symbol, das zur Mutter Teresa gehört, und das ist das Wasser. Wir haben es ja schon bei der Lesung gehört, wo eine Andeutung ist, dass Abraham besucht wird vom dreieinen Gott. Diese drei Wanderer sind ein Symbol, und wo es ihm heißt, man wird etwas Wasser holen. Und dann im Evangelium, wo Jesus dieses Wort ausspricht: Gib mir zu trinken. Und wo Jesus
auch alle Ordnung der damaligen Zeit, alle Gewohnheit der damaligen Zeit aufsprengt. Die Juden, die als Volk Gottes nicht mit dem abgefallenen Samaritern Kontakt pflegten. Jesus zeigt schon, durch ihn wird die ganze Menschheitsfamilie zu einer Familie. Papst Franziskus hat das diesen Mittwoch so wunderbar in seiner Katechese gebracht. Die erste Katechese, wo er wieder mit den Menschen direkt in Kontakt war, wo er ganz froh war darüber. Er hat gesagt, wir sind ein Dorf geworden, eine Familie, die ganze Menschheit, die ganze Erde. Und wir brauchen ein Heilmittel gegen den Virus der Ungerechtigkeit und des Egoismus. Und dieses Heilmittel heißt zusammenhelfen, Solidarität zum Nächsten, das Wohlbefinden des anderen im Blick haben und wichtig nehmen. Wenn das jeder dort lebt, wo er ist, dann ist eine solidarische Welt gekommen. Und Jesus, der eben um dieses Wasser bittet, diese Frau, und übrigens auch im Tagesevangelium sprengt Jesus die Erwartungen der Leute. Dort ist es, dass die Jünger Brotehren am Sabbat raufen und essen, und wo er auch sagt, alles, was an Einhaltung der Gebote da ist, ist so zu leben, dass es dem Leben der anderen auch dient. So ist jedes Gebot anzuschauen. Er ist der Herr über das Sabbatgebot, und er schaut, dass nicht verengte Sichtweisen der Menschen das Leben dann vermindern. Nun, diese Stelle, gib mir das lebendige Wasser, wo du niemals mehr Durst haben wirst. Sie passt auch noch zur dritten Stelle, die zur Mutter Teresa gehört. Ihre Berufung als Missionarin der Nächstenliebe, ihre Ordensgemeinschaft zu gründen, war eine Vision Jesu am Kreuz mit dem Wort, mich dürstet. Jesus zeigte dort ihr, ihn dürstet nach Liebe, ihn dürstet nach Zuwendung und mit ihm allen Leidenden. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das tut ihr mir, sagt Jesus, sagt Gott. Und das hat die Mutter Therese dann umgesetzt. Jedem Menschen, der dürstete nach Zuwendung, denn das ist unser tiefster Hunger und Durst, dass wir beachtet werden, dass wir dem anderen wertvoll sind. Diese Zuwendung hat sie allen geschenkt. Und natürlich, wo es möglich war, auch alles körperliche Leid, den Hunger, die Krankheit, den Schmutz von ihnen genommen, so gut es halt ging. Aber zugewendet hat sie sich auch denen, die an dieser Not gestorben sind, und auch ihnen das Wichtigste gegeben. So erfüllte sich die Antwort auf die Bitte Jesu, den Durst nach Liebe gestillt zu bekommen. Und das wollen wir uns heute mitnehmen. Zunächst aber hat sie gelernt, dass sie selbst ihren Durst und ihren Hunger gestillt bekommt, wenn sie vor dem Allerheiligsten Jesus sich befindet. Die Schwestern beten eine Stunde an am Morgen und sättigen sich. Den Rest des Tages sind sie zur Verfügung und brauchen sich auf. Und das morgen für morgen neu. Und wenn besonders viel Arbeit ansteht, hat die Mutter Teresa verfügt, da müssen die Schwestern 2 Stunden vor dem Allerheiligsten sein. Länger in der Gegenwart des ewigen Gottes. Dann meistern sie ihre Arbeit besser und auch das Nötige. Eine große Lehrerin, und wir wollen von ihr lernen. Und sie hat es von Jesus gelernt. Nehmen wir uns heute dieses Wort mit. Wir wollen uns sättigen an der Liebe, die vom Gekreuzigten zu uns kommt. Und wir wollen allen Kreuzträgern etwas von dieser Liebe weitergeben. Amen.
So lasst uns in den Fürbitten vor Gott hintreten. Guter Gott, in der seligen Mutter Teresa von Kalkutta hast du ein leuchtendes Beispiel von tiefem Glauben und brennender Nächstenliebe gegeben. Durch ihre Fürsprache bitten wir dich. Segne unseren Heiligen Vater, die Bischöfe, Priester und Ordensleute. Mögen sie in ihrem Dienst die frohe Botschaft zu verkünden und zu leben immer neu gestärkt werden durch den Heiligen Geist. Erwecke junge Menschen den Mut, deinen Ruf zum Priestertum und Ordensstand zu folgen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir danken für die selige Mutter Teresa, für alles, was du in und durch sie gewirkt hast. Wir bitten für die Brüder und Schwestern, die aktiven und kompetitiven Zweige der Gemeinschaft, die Priestergemeinschaft und die Laienmissionare und die Missionarinnen der Barmherzigkeit auf der ganzen Welt, dass sie auf ihr Vorbild schauen und ihrer Berufung treu bleiben. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten insbesondere auch für alle Freunde und Wohltäter der Schwestern, für alle Helfer und Helferinnen, die sie auf verschiedene Weise unterstützen. Segne sie und erfülle sie mit tiefer Freude. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten um Frieden in der Welt, um Versöhnung unter Zerstrittenen, um Heimat für die Heimatlosen, Zuversicht und Kraft für Menschen in Kriegsgebieten. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Familie Josef Beuntner für verstorbene Schwester Maria. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Denn du willst, dass alle Menschen im Reich des Vaters sein können, in Einheit miteinander und mit dir durch den Heiligen Geist, heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. Frau aus dem Volke, von Gott aus ersehn, dem Heiland auf Erden zur Seite zu stehn, kennst Arbeit und Sorge ums Lasst uns beten.
Herr, unser Gott, nimm unsere Gaben an, die wir dir am Gedenktag der heiligen Teresa von Kalkutta weihen. Schenke uns durch dieses Opfer die Beständigkeit in der Liebe zu dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich mit den Heiligen zu loben. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen, um mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du und all deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und in die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich, außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, Vater. Der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib,
der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Erlösungsopfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir dieses Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, für unseren Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die dich mit ehrlichem Herzen suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind und schenke uns allen das Erbe des Himmels. In Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit der heiligen Mutter Teresa, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis, der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns um das tägliche Brot beten für Leib und Seele. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen.
Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben, das uns verbindet, und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, unseren Familien, unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei alle Zeit mit euch. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gib mir zu trinken, spricht der Herr. Aus seinen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Empfangen wir diese nie endende göttliche Liebe.
Die kluge Jungfrau hat das Bessere gewählt, das solle nicht genommen werden. Singen wir zum Dank. Lasst uns beten. Ewiger Gott, der Empfang des Leibes und Blutes Christi, lenke unseren Sinn von den vergänglichen Dingen auf das, was bleibt. Gib, dass wir nach dem Beispiel der heiligen Mutter Teresa in aufrichtiger Liebe unsere Lebensaufgabe erfüllen und zur Anschauung deiner Herrlichkeit gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke für euer Kommen am Mittwoch, Feiern der Heiligen Messe. Diesen Morgen ist der Himmel weit geöffnet, die Fürsprache der Mutter Teresa. Sie hatte noch einen sehr schönen Spruch, eine Lebensweisheit. Sie sagte: Lass es nicht zu, dass nach der Begegnung mit dir der Mensch nicht glücklicher weggeht wie zuvor. Das hat sie überall gelebt, den Augenblick genützt für das, was halt möglich war. Es wurde ihr ja vorgeworfen, warum sie sich mit ihren Schwestern einsetzt, dass die Sterbenden die letzten Stunden noch erleichtert bekommen, anstelle die Strukturen zu bekämpfen, die diese Toten hervorbringen. Natürlich braucht es welche, die sich einsetzen für gerechte Strukturen, aber damit kommt man nie zum Ende in unserer Welt. Es braucht auch die, die in der Not da sind und einfach zupacken und erleichtern und helfen. Und das wird sie auch für uns jetzt getan haben, dass wir nach der Begegnung mit dem Himmel ein Stückchen glücklicher und erfüllter sein können, um es hier draußen gleich zu tun. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, alle, die euch anvertraut sind, alle, denen ihr begegnet, der uns so sehr liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.